Es gibt so viele Leute, die meine Mutter beleidigen. Entweder ich war in dem Moment irgendwie auf Peyote oder auf Heroin und habe das gar nicht richtig rekognisiert. Wenn ihr in der Bahn einen Typen neben euch zu sitzen habt, holt ihr ihm einfach einen runter. Cool, Savage und Sido. Moin zusammen. Moin. Moin, moin. Wir haben etwas sehr, sehr Schwieriges versucht. Wir haben nämlich versucht, die Geschichte von Beef im Deutschrap in irgendeiner Weise in einen Comic reinzukriegen. Und wow. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen und gerne an den passenden Stellen kommentieren und mal gucken, wie, was ihr davon so haltet. Lieb's oder lass es? Die Geschichte von Liebe und Hass im deutschen Rap. Das hier ist ein Versuch, einige der glorreichen und weniger glorreichen Geschichten von Beef im deutschen Rap aufzuzeigen. Davon gibt es viele. Sehr viele. Rapper streiten sich wirklich oft und holen dann ihre Freunde und die Freunde ihrer Freunde, die wiederum ihre Feinde sein könnten und die sie eigentlich wieder dissen müssten. Und deren Mütter. Das führt zu mehr Krawall und Hysterie als bei einer Autogrammstunde von Bibis Beauty Palace. Erst wie Schüler und Lehrer, dann wie Donald Trump und Kim Jong-un. Als 17-Jähriger ist Echo noch Frechheit, diese Bilder, Frechheit. Damit der King of Rap auf seinem Geburtstag performt. Doch später wird's dreckig. Echo Fresh teilt gegen Savage in seinem Track die Abrechnung aus. Willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich verarschen? Du weißt, alle deine Jungs haben mich verraten. Außerdem in Echos aktuellem Diss-Angebot Bushido, MC René, Flair, B-Tight und Sido. Cool Savage kontert mit Das Urteil und zeigt Echo, wo der Papa den Baseballschläger hat. Also ohne Spaß, das ist Blueprint für alle Diss-Songs, die danach in Deutschland kamen. Und das war tatsächlich die auch Flair antwortet auf den Diss. Zerstörung schlechthin. Ist korrekt, mit Hollywood-Türke. Du willst mich dissen, Mann, ich geb dir eine Bombe, ich schwöre. Du bist kein Rapper, nein, Mann, du bist nur ein Hollywood-Türke. Und zusammen mit B-Tight haut er noch Die Opfer gegen Echo Fresh raus. Haben wir ihn getroffen? Echo veröffentlicht zusammen mit Bushido. Alle ganz gut getroffen, man erkennt die Bushido, auf jeden Fall, ne? Den er gerade noch gedisst hat, den Titel Flairäter. Wofür er hier nachträglich noch den deutschen Wortspielpreis in Silber bekommt. Kurz durchwischen, Zeit für die nächste Rap-Schlacht. Bushido mischt ja eh schon ordentlich im Beef um Echo Fresh mit und battelt sich mit Flair. Flair kontert und disst Bushido und seinen Labelkollegen K1 mit dem Track Posido und Gay One. Ihr denkt, das ist kompliziert? Ja, ist es, denn Sido ist zu der Zeit wiederum ein Kumpel von Flair. Bushido und K1 veröffentlichen also gegen Sido einen ziemlich ordentlichen Mutterdiss. Und was macht Sido? Der antwortet und regelt das Hip-Hop-mäßig, indem er alles an den beiden platt macht, nur nicht ihre Mütter. Und Bushido und Sido haben dann übrigens 2011 ein Album zusammen gemacht. Logisch, oder? Den Pulli hätte ich jedenfalls wirklich gerne. Ist aber so sicher wie der Pulli, der wäre geil. Boys Tourbus. Flair hat immer Bock auf Beef. Und allerdings, weil Flair gerne mal Beef macht, weiß auch keiner mehr so genau, wann er sich wie mit Farid Bang genau angelegt hat. Vielleicht, weil Flair auch Beine trainiert. Aber seit Sommer 2017 sind die beiden wieder so cool miteinander wie Pietro und K1. Aber auch Kollega mischt in dem Beef mit Flair und Farid mit. Mehr oder weniger Höhepunkt des Ganzen? Kollega bearbeitet im Video zu Fanpost 2 Flair mit einer Kettensäge und zündet ihn dann an. Nennt man wohl Boss-Move. Allerdings, auch die beiden haben sich wieder, naja, lieb. Eins haben aber alle Beefs gemeinsam. Als Album-Promo waren sie immer gut. Und fast alle Deutschrapper haben sich mittlerweile auch wieder lieb. Das ist schon relativ armselig, Beef als Album-Promo zu benutzen, finde ich. Ich mag es überhaupt nicht. Ich würde es nie machen, hab's nie gemacht. Und ich wäre sogar im Nachhinein, ich könnte auch damit leben, dass ich mit niemandem Beef gehabt hätte. Ich hätte auch aufs Urteil und auf alles, auch die Lorbeeren, die ich dafür geerntet habe, hätte ich auch verzichten können. Also ich halte davon gar nichts eigentlich. Aber ist es so, dass man heute darauf zurückblickt und sagt, Scheiße, was haben wir damals nur gemacht? Oder sagt man, komm, war schon okay? Nee, man hat es ja gemacht und man steht dazu. Aber ich denke, man sieht schon im Nachhinein, denkt man sich auch, manche Sachen lassen sich auch mit einem Telefonat oder einem Treffen, lassen sich auch aus der Welt räumen. Und viele Rapper, die sich anzicken, könnten das auch, wenn sie unbedingt wollen, auch theoretisch mit einer Schlägerei auch aus dem Weg räumen. Also das ist nicht immer alles so kompliziert. Und ich finde es immer nur, also ich finde Beef gerechtfertigt oder meistens entstehen große Gefühle, wenn man davor was miteinander zu tun hatte. Aber jetzt so aus dem Nichts mit irgendjemandem was anfangen, finde ich voll albern.
Ich finde trotzdem, dass es zum Hip-Hop dazugehört. Und ich finde, das ist gut, man redet sich ja Dinge von der Seele. Ja, ne? Ich mein, wenn man ernsthaft Probleme mit jemandem hat oder ne, das ging einem nah oder was auch immer, dann kann man sich das gerne mit einem Song von der Seele reden. Auf dem neuen Album ist es jetzt ja auch nicht so. Ihr habt ja auch schon mal die eine oder andere Punchline mit dabei. Einfach, es hört sich ja auch gut an. Also auf sowas komplett zu verzichten, wäre also keine Alternative. Ja, aber wir haben nicht diesen hinterlistigen Move gemacht, von wegen, dass man jetzt irgendwelche Leute um die Ecke disst. Ich finde, wenn man es nötig hat, wenn man das wirklich auf jemanden abgesehen hat, dann soll man halt auch, wenn es unbedingt nötig ist, den Namen sagen. So, man soll da jetzt nicht so einen Film daraus machen. Aber ja, wie gesagt, Battle gehört ja zum Rap, zum Hip-Hop. Für mich persönlich ist sowas wie Familie und so, hat da drin nichts verloren. Und in dem Moment, also ich würde im Leben nicht auf jemanden reagieren, der meine Familie angreifen würde oder der jetzt irgendwie irgendwas über Mutter sagt oder so. Da ist für mich dann schon ist schon vorbei. Mutterdisse gehen gar nicht. Du hast das ja bei Frohe Weihnachten, hast du es ja sogar in dem Track mit verarbeitet und hast deine Mutter auftauchen lassen. Hat die sich die Disse von damals eigentlich wirklich angehört oder hast du das schön von ihr weggehalten? Ach, meine Mutter sieht das genauso sportlich wie ich. So, ne, das für mich ist das so Competition auch, dass ich diesen Song damals gemacht habe. So ein Competition-Ding. Für mich, ich sehe das eben anders, für mich war diese Linie überschritten von jemandem, den ich privat kenne, ne, der auch meine Mutter privat kennt, dann so zu reden. Das war einfach das Problem damals. Es gibt so viele Leute, die meine Mutter beleidigen, das ist nicht immer, also es war bisher nicht ein Grund für mich, da irgendwas dagegen zu tun. In dem Fall ja. Und es gab auch, in meiner Karriere gab es nur den einen Fall. Bei Savas gab es auch nur einen Fall bisher. Wir sind nicht Rapper, die vom Dissen leben oder zehren. Gab es auch so Lines oder Disse, wo ihr euch, sag ich mal, geehrt gefühlt habt oder wo ihr fandet, okay, hat er schon gut gemacht oder so? Ist da irgendwas im Kopf hängen geblieben? Ja, jedes Mal, wenn jemand gesagt hat, dass er der King of Rap ist, ich fand das immer cool. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, SSIO hat irgendwann gesagt, wer ist der King of Rap? Wer ist der King of Rap? SSIO. Guck nur bei Sex, relax. SSIO. Und das war schon auch so ein bisschen auf mich, so für mich gedacht, so ein bisschen, aber ich fand das auch cool, weil ich dachte mir, okay, der ist ja selber ein erfolgreicher, beliebter Rapper und wenn er mich dann sozusagen da auserwählt als derjenige, an dem, wo er sich dann misst, dann finde ich das übercool. Den habe ich dann auch beim Out for Fame, habe ich ihn getroffen und super netter Typ, wir haben auch ganz normal miteinander geredet. Also ich bin dann auch nicht so todesbeleidigt, ne, dass ich mir dann einkacke und sage, nö, ich will mit dem Menschen nie wieder reden. Woran merkst du, dass das, sag ich mal, auf eine witzige, auf eine humorvolle Art und Weise gemeint ist und wo merkst du, okay, der will jetzt wirklich nachtreten? Naja, jemand Hurensohn zu nennen, ist nie lustig. Alter. Daran ist nichts witzig oder so. Also so zu übertreiben ist nicht lustig. Aber zu sagen, ey, du bist ein schlechter Rapper und ich bin der bessere Rapper oder ich mach mehr Hits als Sido, was ist denn daran schlimm? So, das ist doch cool. Aus eurer heutigen Sicht, so schaut ihr euch da manchmal noch, sag ich mal, den ganzen Kram an, dieses, sag ich mal, Diss-Geschäft und der sagt was gegen den oder sagt ihr mittlerweile, boah, scheiße, dass wir damit vor, keine Ahnung, 15 Jahren überhaupt mal angefangen haben, hätten das bloß sein gelassen? Ich gucke mir alles an, ob das jetzt Disses sind oder normale Songs. Ich gucke mir alles an. Ich kann nur sagen, dass die Disses langweilig werden, ne? Weil wie ich gerade schon gesagt habe, die benutzen alles, Savas sein Urteil gegen Echo als Blaupause. Immer wieder wird jemand, gibt es einen Doppelgänger von irgendwem in dem Video, der dem irgendwas angetan wird. Ne? Es ist einfach langweilig, weil sich da keiner richtig Mühe gibt oder so. Diese Battle mal auf ein neues Level bringt. Ich würde nur mit jemandem battlen, wo ich das Gefühl hätte, erstens von den Skills ist das ausgeglichen und da gibt es einen Grund, ne? Einfach nur so Halligalli-mäßig aus dem Nichts so zu sagen, ja, ich will den jetzt einfach ficken, das ist Unsinn. Wozu? Wenn jemand genau einfach das aus Unsinn macht und sagt, ich mache das jetzt, um keine Ahnung, um mein Album noch mal ein bisschen besser zu verkaufen und irgendwie 10.000 Alben mehr rauszuhauen, dann findest du das verachtlich. Hast du das in der Vergangenheit denn mitbekommen, dass das wegen solchen Sachen einfach gemacht wird oder dass das quasi einfach das gang und gäbe war? Ich könnte das nicht beurteilen. Also ich habe auch schon mal Disses abbekommen, die waren richtig random, sagt man dazu, so aus dem Nichts, wo ich mir dachte, ich kenne die Person gar nicht oder das einzige Treffen, was ich mit diesem Menschen hatte, war eigentlich auf einer coolen, respektvollen Ebene mit Grüßen, mit Hallo sagen, mit sich unterhalten über Gott und die Welt und auf einmal, also 2 Monate später ist man dann ein Bastard oder so, dann sage ich mir auch, irgendwas ist schiefgelaufen. Entweder ich war in dem Moment irgendwie auf Peyote oder auf Heroin und habe das gar nicht richtig rekognisiert, dass das eigentlich ein ganz anderes Treffen war. Oder war es in so einer Paralleldimension abgelaufen? Oder derjenige ist halt verrückt. Ich weiß nicht. Einer von uns beiden ist dann irre halt. Ja, vielen Dank. Ja, hört auf mit diesem Gedisse. Falls du noch eine Essenz brauchst von dieser Rubrik hier, hört auf mit dem Schwachsinn. Möchtest du noch eine Liebesbotschaft an die Leute schicken? Ja. Seid nett zueinander, wenn ihr in der Bahn einen
Typen neben euch zu sitzen, da brüllt ihm einfach einen runter. Genau. Man muss ja nicht schlucken, aber man kann einfach mal Skifahren. Einfach nett Skifahren.